Peace and Happiness. Ich wünsche einen wunderschönen Samstagnachmittag. So, ich habe gedacht, ich sitze jetzt im Auto, habe jetzt ungefähr eine Stunde Fahrzeit, nicht ganz. Und dann können wir ja mal mitquatschen, was so die letzten Tage passiert ist. Gestern war ich nicht online, Freitag. Nee, hat was damit zu tun gehabt, ich habe frei gehabt. So, aber jetzt sitze ich wieder im Auto, geht wieder los. Es geht schon wieder los und hab, ja, wie gesagt, eine Stunde Fahrzeit vor mir, um und bei und frisch getankt, geht es los. Ja, was ist denn in der letzten Zeit so los? Ja, Neuwahlen sollen vor der Tür stehen, also jedenfalls nach den CDUlern und nach ganz vielen anderen Politikern soll es demnächst irgendwie Neuwahlen geben. Und ja, jedenfalls die Vertrauensfrage soll gestellt werden und die sagen, nee, mit der Minderheitsregierung wollen wir das gar nicht anfangen. Das hat Herr Merz, jetzt habe ich den Namen drauf, ne, auch gleich ganz klar gesagt, nee, wenn irgendwas hier von du von mir Stimmen haben willst, dann auf jeden Fall stellt vor die Vertrauensfrage. So. Wir wissen alle, wie es ausgeht. Er wird gnadenlos durchrasseln bei den Ganzen. Weil das Ding, das wird nichts. Das sage ich euch so, wie es ist. Und neu gewählt auch nicht. Ich glaube, das haben jetzt so langsam mal alle mitgekriegt, dass es mit dieser komischen Ampel nicht so funktioniert hat. Tja. Meinst du? Oder meint man? Ich hatte mich vorhin mit meiner schönen Frau so ein bisschen unterhalten. Und da hatten wir uns so drüber unterhalten, wie es dann so auch in Zukunft aussehen soll. Da kommen wir aber gleich zu. Und ich will euch erstmal so ein bisschen erzählen, der jetzt so Nachrichten nicht so unbedingt so intensiv verfolgt hat wie wir. Was denn der los war. Gestern war ja irgendwie Bundestag, da haben die sich irgendwie auch noch mal ein bisschen getroffen. Der eine meinte dann irgendwie auch glatt, ja, wegen den Feiertagen können sie die 60 Tage nicht einhalten. Auch wieder großes Kino. Es wird allen gezeigt. Also wirklich gezeigt. Weil sie kriegen das hin. Ja, er hat so argumentiert, dass halt wegen, die Leute hätten ja Urlaub und sowas und deswegen ja die Ämter nicht besetzt sind. Vorhin habe ich im Radio gehört, die haben mit den Kommunen mal gesprochen und die haben gesagt, oder auch mit den Wahlbezirken, überhaupt kein Problem, das kriegen wir hin, auch über die Feiertage. Es wird zwar eine besondere Herausforderung, aber wir schaffen das. Wir schaffen das? Hat das nicht unser Merkel immer gesagt? Ja, wie auch immer. Aber ja, das sind halt Gesetze. Irgendeiner hat sich das schon mal ausgedacht, dass das in gewissen Zeitraum auch passieren kann. Sonst hätten die das gar nicht so gemacht. Ja, war das heute oder war das gestern? Nee, heute muss das gewesen sein. Kam die nächste super intelligente, hochbezahlteste aller Bezahltesten und meinte, wir hätten ja gar nicht so viel Papier. Wir haben eine Papierkrise. Wirklich? War mir jetzt noch gar nicht so bewusst. Habe ich bis jetzt noch gar nicht so mitgekriegt? Habt ihr was davon mitgekriegt? Nee, ich glaube nicht. Und ja, will die da irgendwie die Wahl herauszögern? Sitzt die zu doll auf ihren Posten oder was auch immer? Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, die Aussage. Wir haben nicht so viel Papier. Diese Wahlzettel zu drucken. Also wer mal Langeweile hat, der kann ja mal bei den Druckereien anrufen oder auch bei den Papierherstellern und ob die denn genug Papier haben. Ja, das ist halt so mal die Frage. Also irgendwie versuchen sie sich auf jeden Fall da herauszufinden. Es ist für mich persönlich das größte Schauspiel aller Zeiten. Es ist so geil. Wir sind alle Live-Zeugen.
die sich dieses Spektakel angucken können. Ja. Und da sind wir eigentlich auch schon, wir haben vorhin so mal drüber nachgedacht, wie viele Arten Menschen, also wie sie denken, ne? Versteht mich da jetzt bitte nicht falsch, so wie sie halt drauf sind, so wie sie denken, haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, gibt es 6 Arten von Menschen. So, da gibt es so jemand wie mich oder auch meine Freundin, die dieses System einfach verstehen, wie es ist und auch was tatsächlich dahinter steckt. Also wir wissen das, also jedenfalls was dahinter steckt und wie das demnächst in Zukunft laufen soll. Ja, das ist natürlich, keiner von uns hat bitte eine Glaskugel. Was machst du denn da? Alter, du stehst hier auch total geil. Warum hab ich immer so eine Ochsen hier? Immer und immer wieder. Ich zieh die irgendwie an. Ich habe ein Magnet dafür oder was? Ich habe keine Ahnung. Steht da mit seinen Verkaufswagen mitten auf der Straße. Kann man nicht über um die Ecke gucken. Egal. Aber wie gesagt, es gibt 6 Arten von Menschen. Da gibt es so welche, wie ich gerade schon gesagt habe, mich und meine Freundin. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere, die dieses System schon ganz gut verstanden haben. Und wie es halt läuft, was da halt auch hintersteckt und die ja wirklich, ich gehe wirklich entspannt in die Zukunft und meine Freundin auch und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die es auch tun, weil sie sich ein gewisses Wissen angeeignet haben mit viel Lesen und selber nachdenken und sowas, haben die sich ein gewisses Wissen angeeignet, was und wie, warum das hier alles so läuft. Ne? Da kann man sich mal ein bisschen Gedanken drum machen. Und das ergibt halt alles schon Sinn. Und das ist ganz cool, selber, ich bin schon ganz, ganz lange dabei. Ich bin irgendwie seit über 25 Jahren, bin ich wirklich kritisch, was unser System angeht und hinterfrag Sachen und so weiter. Und damals war das halt alles noch ein bisschen schwieriger. Klar, wir hatten auch schon Internet, aber das war nicht so aufgebaut wie heute. Also man musste da tatsächlich ein bisschen mehr recherchieren und man hat sich so seine eigenen Gedanken gemacht. Man hat halt so seine, verbindet die Punkte. Du hast überall News eingesammelt und hast halt die Punkte verbunden und hast halt gesagt, alles klar, so läuft das, so läuft das, so läuft das, alles klar, verstehst du. Okay, und bist auch viel, viel in die Vergangenheit gereist, um das halt alles zu verstehen, ne? Weil man muss das alles über die Vergangenheit lernen. So. Und wenn ich das irgendjemandem so erzählt habe, dann war das immer so, bist du bescheuert? Und seit Kokolores, hier unsere große Schnupfenaktion, hat man sich auf einmal mit ganz, ganz vielen Menschen getroffen. Und die waren der gleichen Meinung. Und ich dachte, boah, so verkehrt kann ich ja gar nicht liegen mit dem, was ich selber gedacht habe. Weil vorher bin ich damit irgendwie nach außen gerückt, hat mich jeder für bescheuert erklärt. Ist so. Also, wir haben gesagt, bei dir läuft das da oben nicht ganz so richtig. Und ich dachte, okay. Aber wie gesagt, ich kann nicht so ganz so verkehrt gelegen sein mit meinen ganzen Sachen. Weil jetzt ist es einfach, da überall ranzukommen und so weiter. Und von daher, ja, ich bin dann Part Nummer 1. Dann gibt es diejenigen, die halt schon rebellisch sind und sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Aber die ganzen Zusammenhänge, warum was hier nicht stimmt und wie es, die haben auch keine Vorstellung, wie es in Zukunft werden kann oder sowas. Das haben die nicht. Es ist keine Kritik oder es ist nicht so, dass ich jetzt die Leute angreife oder so. Sie wissen es nur nicht besser. So, und ich kann niemanden irgendwie hinstellen und sagen, du weißt es nicht, er hat es einfach nicht gelernt. Er hat's, weiß noch nicht, wie diese Zusammenhänge halt funktionieren. Ist nicht schlimm.
Um Gottes Willen, es gibt ganz viele aufgeschlossene Menschen. Wenn man denen das plausibel erklärt, dann sind die dabei und denken, jo, das hört sich alles richtig an. Und dann kann man auch immer sagen, hier, guck mal da, kannst du jetzt alles selber durchlesen. Ne? Glaub mir nichts, ne? Um Gottes Willen, guck bitte alle selber nach. Weil ich kann auch mal irgendwie einen Verhaspler haben oder weiß irgendwas mal nicht so richtig. Ich bin ja nicht derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat oder so. Das bin ich nicht, um Gottes Willen. Das will ich auch gar nicht sein. Ne? Aber ich verstehe es halt so ein bisschen, wie es halt funktioniert. So, wie gesagt, das sind die Zweiten, die da halt so ein bisschen sagen, jo, alles klar. Dann gibt es die Hardcore-Linken, die alles immer kacke finden, gegen das System sind, gegen oder mit dem System sind und deren ganzen Lügen glauben und richtig marschieren und habt ihr nicht gesehen. Die gibt es dann als Nächstes. Ja, die wir immer auf den Demos und sowas gefunden haben, aber keine eigene Meinung haben. Die sind immer mir am liebsten. Unterhaltungsfaktor mit denen immer gleich null, weil dafür reicht deren Horizont nicht oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch im Endeffekt immer vollkommen egal. Ich habe es so viele tausend Male versucht, mich mit den Leuten vernünftig zu unterhalten. Ich sage euch, das wird nichts. Da kannst du auch dich mit der Wand unterhalten. Das bringt im Endeffekt genauso viel. Aber egal. Wie gesagt, das sind die Dritten. Die Vierten, ich sag mal, die ganze Zeit diesem System glauben und sagen, ja, das ist genau das Richtige, der Politik hinterherlaufen und wenn nachher denen die ganzen Lügen um die Ohren fliegen, die extrem suizidgefährdet sind, die das gar nicht mehr verstehen können und die sich einfach dann einen Kopfschuss geben oder sich irgendwo aufhängen oder was auch immer. Die kommen mit den neuen, es wird ein neues System geben, früher oder später, die werden damit aber nicht klarkommen, weil diese ganzen Lügen halt viel zu krass sind, was unser System hier aufgebaut hat. Weil man muss ganz ehrlich sagen, das System, was sie ja schon seit Ewigkeiten fahren, wirklich seit Jahrzehnten, es ist ja nicht von dummen Leuten gemacht worden, sondern von Leuten, die genau wissen, wie die Menschheit ticken und haben die genau in diese Richtung manipuliert. Das haben die einfach. So, und sie waren sehr, sehr erfolgreich darin. Das muss man ganz neidlos anerkennen, ne? Dass die wirklich gut sind. Aber das Geile ist auch, ich könnte alle die Sendungen machen und versuchen, die Leute wirklich aufzuklären. So, wir könnten das in den nächsten 10 Jahren immer noch machen. Und wir würden nicht an alle rankommen. Keine Chance. Aber unser System ist so im Arsch, die Leute gucken jetzt so langsam genauer hin und versuchen es zu verstehen. Also, so wie sie es aufgebaut haben, reißen sie es mit dem Arsch jetzt wieder ein. Total klasse. Die helfen uns ohne Ende. Also von daher. So, wir waren bei 4, ne? 4? Ja, dann gibt es die 5. Die sagen, mir alles vollkommen egal. Ich interessiere mich nicht für Politik. Und das, glaube ich, ist definitiv die Mehrheit, die hier und da mal was in den Nachrichten hören. Aber die leben in ihrem Hamsterrad. Die kommen da auch nicht raus, ist auch nicht schlimm. Und die leben ihr Leben einfach. Das sind Nummer 5. Und die 6. Das sind, jetzt haltet euch bitte fest, das sind diejenigen, die sagen, scheiße, gibt kein Geld mehr, ich gehe wieder nach Hause. Das sind genau die. Und die werden demnächst alle nach Hause. Gibt ihnen vielleicht noch ein Jahr, allerhöchstens. Weil so ein bisschen muss dieses System noch funktionieren. Aber egal, was sie anstellen, um ihr System weltweit aufrechtzuerhalten, kostet so viel Geld. Also wirklich Geld. Und sie haben alles. Aber sie haben kein Geld mehr. Also sie haben wirklich keine Kohle mehr. Man sieht es an jeder Ecke und überall.
sie haben definitiv kein Geld mehr. So, und die letzten, wo sie irgendwo noch Geld hergekriegt haben, oder die letzten Geldquellen, die versiegen so langsam auch. Und das ist Menschenhandel und Drogen. Das sind die beiden Geschichten. War das gestern oder vorgestern, 15 Tonnen Kokain gefunden. Tja, und das beim Politiker? Nee, Polizisten. Obersten Polizei, schieß mich tot, habt ihr nicht gesehen. Eine Menge Kohle und ja, 15 Tonnen. Also wisst ihr Bescheid. Die hängen da alle mit drin. Ne? Also ganzen Geheimdienste etc. Das hängt alles zusammen. Das ist alles eine Soße. Und von daher, das ist definitiv am Ende. Jetzt ist Herr Trump noch da. Der hat ja gleich gesagt, WHO steigt da raus. Aus der NATO geht er raus. Aus, was war das noch? UN? Die gibt es tatsächlich auch noch. Das sind auch die größten Verbrecher, die es irgendwie auf diesem Planeten gibt. Von Vergewaltigern über Mörder sind ja alles mit vertreten. Ja, ist halt so. Das ist alles nur ein Gesocks, ein Drecksverein nach anderen. Das sind genauso hier die ganzen Kinderhilfswerke und sowas. Also, nee. Guckt euch das nicht genauer an, da wird euch schlecht machen. Ich habe das mal alles gemacht. Mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Es ist nicht sehenswert. Also wenn man keine starken Nerven hat, dann wird das alles nichts. Da brichst du wirklich zusammen. Ja. Und da haben wir überlegt, vorhin mal, wir haben mal ein bisschen geträumt. Wirklich. Wir haben mal ein bisschen, ich und meine Freundin, haben mal so ein bisschen geträumt, wie es denn in Zukunft sein könnte. Ne? Und das ist gar nicht so abwegig, wenn man weiß, wie das Ganze jetzt hier halt zugrunde geht. Die haben alle keine Kohle mehr. Ne? Die Regierungen fallen irgendwie alle weg. Weil es ist ja alles auf Lügen und Betrug und sowas aufgebaut. Von daher, das ist ja am Ende. Das ist ja vorbei. Unsere Regierung ist auch durch. EU wird es auch nicht mehr lange geben. Die haben auch keine Kohle mehr. Von daher, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Also, wenn die Menschen alle pfiffig sind, und da gehe ich ganz stark mal von aus, dass die sich dann mehr oder weniger zusammenschließen. Wir kriegen erstmal irgendwie eine neue Währung. Spielzeuggeld gegen vernünftige Währung eingetauscht. So, wir haben natürlich unsere Obermänner, so, die halt dieses Land halt regieren. Oder was heißt regieren? Regieren tut das Volk das Land. Nur mal so, also wir. Wir haben aber Vertreter, die für uns da oben die Sachen machen, die großen Verträge abschließen und schauen, dass es in dem Land gut weiterläuft und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Wir brauchen ja welche, die das hier oben ein bisschen steuern. Oder die jedenfalls die Gespräche mit den anderen Ländern und sowas. Nicht jeder Einzelne kann da hingehen und sagen, wir schließen jetzt hier irgendwelche großen Verträge über irgendwas ab und machen Handel mit euch. Das wäre ja... Nein, da muss es andere geben, die sich damit auskennen, weil ich persönlich kenne mich da jetzt nicht so besonders mit aus. Und da sind dann andere da. Da gibt es dann welche, die sind für unser Gesundheitssystem da und sowas. Das ist ja auch alles in Ordnung. Alle sind fein. So. Aber die ganze Korruption und sowas, das wird ja wegfallen. Weil wir ja vernünftige Menschen da hinsetzen, wo wir sagen, die haben was auf Kassen. Ne? Weil wir entscheiden, wer da oben sitzt. Nicht wie heutzutage mit irgendeinem Politik-Drecks-System,
wo du irgendeine Partei wählst und die entscheiden, wen sie da oben hinsetzen. Nein, 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 nein. Das machen wir schon krass. Und das ist auch gut so. Ja? Ja. Und dann würden wir irgendwann mal vernünftiges Geld kriegen, also eine goldgedeckte Währung, das auch mal wieder ein bisschen was wert ist. Und nicht hier so ein Spielzeuggeld, was wir hier haben. Ja, kann mal jeder auf seinen komischen Euroschein raufgucken. Das ist Spielzeuggeld. Das ist von einer Privatbank oder einem Privatunternehmen. Und dann ist da ein Copyright-Zeichen drauf. Copyright-Zeichen sind von Firmen geschützte Bilder und sowas. Dann, oder Logos und sowas. Dann haben die ein Copyright-Zeichen. Wenn das von der Bank ausgegeben wird, stand früher drauf, es ist die Bundesbank. Da steht nirgendwo was von Bundesbank oder sonstiges drauf. Ne? Also, und da hast du dann halt auch immer einen Wert drin, ne? Gold gedeckt, sagt der Name schon. Da ist dann halt ein bisschen Gold drin oder Silber. Also es hat, so allein hat das schon einen gewissen Wert. Und dann wird das halt mit unserem, wie stark unsere Wirtschaft ist, das wird halt kombiniert und dementsprechend ist dann sind die Geldscheine dann auch ein bisschen was wert. So das Ganze. Das kannst du nicht unendlich nach oben treiben, wie es heutzutage ist. Oh, mein Geld ist leer, wir drucken mal ein bisschen was Neues. Nee, das geht nicht. Das hat eine Limited-Auflage und mehr gibt es davon. So, und dann bleibt das Ganze auch recht stabil. Das ist ganz einfach. Ja. Und von daher, das läuft dann schon mal. Das wird sowieso irgendwann gar nicht mehr geben. Davon ganz abgesehen. Ja. Und dann halt einfach, dass die jeder für sich frei ist, selber entscheiden kann, was er denn so machen kann, was er machen möchte. Und dann denkt er ja immer, oh scheiße, ich muss ja fucking arbeiten und all so ein Dreck, so, um das überhaupt zu finanzieren. Nein, brauchst du nicht, weil du bist immer selber in deiner Entscheidung, du bist ein freier Mensch. So, das funktioniert aber nur, wenn du halt in deinem Heimatland bist. So, da gibt es ein Grundeinkommen. Das kriegt jeder von Geburt an. Du kommst auf die Welt, bist, ich sage jetzt mal hier für dieses Land, du bist Deutscher und dann kriegst du dieses Grundeinkommen. So. Davon kannst du deine Miete zahlen, du kannst deine Lebensmittel zahlen. Du kannst davon nicht super gut leben, aber du kannst davon leben. So, und dann kann jeder natürlich das aufpeppen. Mit Arbeiten. So. Aber dass jeder arbeitet, worauf er Bock hat. Und nicht, weil er es muss, sondern weil er Bock darauf hat. So. Das wird ein ganz anderes System, aber es wird ein geiles System. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und einfach nur, ich kann die Kommentare ganz schlecht lesen. Ich bin mal am Auto fahren. Ich muss mich tatsächlich auf die Straße konzentrieren. Ich habe eben nur was mit Geld gelesen. Ja, ich würde es euch erklären. Ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen. Apropos, nachher dieses komplett, oder dieses Video. Wir sind ja, es ist ja jetzt live. Und es gibt immer so das kleine Problem hier in diesem wunderschönen Land, dass wir immer so kleine Funklöcher haben. Was man jetzt mit seinem Geld machen soll, gib es aus. Ich kann dir nur sagen, gib's aus, solange es noch was wert ist, weil demnächst ist es nichts mehr wert. Das kann ich dir so sagen. Das wird, demnächst kannst du dir damit ein Poshi abwischen oder das Feuer mit anmachen. Aber sonst, das ist Spielzeuggeld. Das hat null Wert. Null eigenen Wert. Das sind bedruckte Papierscheine, mehr ist das nicht. Oder heutzutage, manche sind auch schon aus Plastik. Aber wie auch immer, ist auch egal. Wo war ich jetzt gerade? Fahr doch mal ordentlich hier.
werden ja irgendwann dahin kommen. So, ja genau, wir waren ja gerade da mit dem Freisein. Selber zu entscheiden, wo drauf, was möchtest du machen, dass du dir keine Gedanken machen musst. Und so. Ne? Da würden wir hinkommen. Weil das müsst ihr euch mal vorstellen. Du sitzt zu Hause und sagst, okay, ja. So, ich kann zwar jetzt so gut leben, oder ich kann leben, ich kann meine Miete bezahlen, oder ich kann mein Haus abbezahlen, oder was auch immer. Hab mein Auto vor der Tür und krieg das alles hin. Aber ich würde jetzt gerne mal geiler irgendwie in Urlaub fahren, oder ich möchte ein größeres Auto haben, oder whatever auch, oder du möchtest mal ein größeres Haus haben, oder wie auch immer, spielt ja keine Rolle, was dein eigener Antrieb ist. Oder dir ist langweilig zu Hause und du hast einfach nur Bock zu arbeiten. Irgendwie raus, ne? Und hast wirklich eine geile Firma gefunden. Die Chefs müssen sich auch umgucken, wie sie es auf einmal machen. Wenn auf einmal sie Leute da haben, die sie nicht mehr so schikanieren können. So, das muss man sich mal reinziehen. Und weil die Chefs müssen sich dann anstrengen, ihre Leute, die sie da haben, auch zu behalten. Also die müssen ihre ganzen Firmen umstrukturieren, weil jetzt ist es so, du musst arbeiten, um klarzukommen im Leben. Ihr seid einfach so. Ne? Und um deine Sachen zu bezahlen, deine Miete, deine Rechnung, hier, das Auto kostet auch Geld, all sowas. So, oder jetzt, wo ich fahre gerade zu meinem Onkel, ich habe eine Stunde Fahrzeit, kostet mich auch Geld. So, muss ich ja irgendwie bezahlen, also muss ich arbeiten dafür. Ich arbeite super gerne und ich habe auch wirklich eine geile, geile Firma. Ich liebe meine Firma. So, weil kleines Familienunternehmen, super geil, ne? Macht tierisch Spaß. So, würde ich selbst nachher nicht aufgeben, bin ich ganz ehrlich. Weil es mir einfach Spaß bringt, da zu sein und anderen Menschen eine Freude zu machen. Zu sagen, hier, wir bauen dir was oder ja, wir machen das wieder heile oder was auch immer. Und unser Ruf schreitet uns voraus. So, das soll jetzt nicht überheblich klingen oder sowas, aber wir haben keinen, mein Chef macht keine Werbung zum Beispiel. So, mit den großen Transporter, mit denen wir durch die Gegend fahren, der hat keine Beschriftung, der hat keine Werbung auf dem Auto. Nein, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda so gut ist, oder weil wir auch so gut sind, dass wir so viel Mundpropaganda haben, dass die Leute uns anrufen. Wir brauchen keine Werbung mehr. Das haben die damals ganz geil gemacht und heutzutage führen wir das fort. Ne? Guter Kundenservice ist das Geilste, was du machen kannst. Und den Menschen eine Freude zu machen. Dann macht das Ganze auch Spaß. Und dann gehst du gerne arbeiten. Ich stehe super gerne morgens auf, gehe zur Arbeit und so weiter. Gar keine Frage. Ne? Und von daher, und so muss es dann nachher auch überall sein. So, weil keiner stellt sich nachher, ich nehme mal jetzt zum Beispiel eine Autofabrik und baut irgendwelche Autos zusammen, wo er selber keinen Bock drauf hat. Ne? Also es muss dann ja auch, welche Partei würde sowas am ersten angehen? Gar keine Partei. Niemand. Keine Partei wird das machen. Weil Parteimitglieder, alle die in der Partei sind, verdienen Geld. Ich bin definitiv dafür, dass alle unsere Obersten, und wir hatten so eine Zeit mal, die machen das ehrenamtlich, weil die Bock da drauf haben, ne? Dieses Land zu repräsentieren, Sachen für die zu machen. Das Einzige, was sie bekommen, ist dann vielleicht ihren Kostenaufwand, ne? Wenn sie irgendwo mit dem Auto hinfahren oder hinfliegen müssen oder Hotels, das ist denen natürlich auch in der Sache an nichts fehlt. Aber sonst vom Ding her wird das alles ehrenamtlich sein. So. Und das wird kein, da gebe ich euch Brief und Siegel, das wird keiner, der im Moment in der Partei ist, wird das machen. Weil die fressen alle aus dem gleichen Trog. So, deswegen traue ich auch keiner Partei, nicht einer. So, egal wie es heißt,
oder wie sie heißen oder wie sie drauf sind oder so. Niemand. Ne? Also es wird nachher wahrscheinlich CDU, AfD irgendwie sein oder so. Aber die würden sich nachher auch selber zerstören. Aber sie werden es auch nicht machen. Sie kriegen es ja nicht hin. Weil sie haben kein Geld. Und dieses System, was wir hier haben, braucht Geld. Und das zerstört sich selber. Wir sind ja in einem Schuldsystem drin. Und ein Schuldsystem ist immer von Anfang an zum Tode verurteilt, weil es sich von den Kosten einfach auffrisst. Von daher, never, keine Chance. Das ist, ne? Aber weiter in der ganzen Geschichte, wenn sich die Chefs halt ein bisschen anstrengen, so, dann werden wir auch wieder geile Produkte haben. Und wir sind ja ein Land der Dichter und Denker. So, wir haben extrem hohen Einfallsreichtum, um Produkte besser zu machen. Wenn man auf einmal keine Patentscheiß mehr hat, sondern einfach frei entwickeln kann, also die Patente alle frei sind, jeder kann machen und walten, wie er halt möchte, um die Produkte geiler zu machen. Also wir werden eine geile Zukunft in der Sache kriegen, so, auch was dann auch Energie angeht. So, weil man darf ja nicht vergessen, so, es hat früher sich mal einer um freie Energie drum gekümmert. Weil guckt mal in der ganzen Geschichte, so guckt mal auf Kirchen oder alte Rathäuser oder sonstiges, die haben alle oben eine Kuppel drauf. Da könnt ihr weltweit gucken, irgendwelche großen Moscheen oder sonstiges, uralte Dinge, die haben alle dieselbe Kuppel oben drauf. Und dann haben die ganz viel Kupferbleche. So. Und das, da haben die uns irgendwann mal gesagt, ja, nee, das braucht ihr irgendwie nicht mehr. Bezahlt mal für eure Energie. Das waren dann irgendwann die Leute, die mal ein bisschen Geld haben, weil, haben wollten. Es ist halt alles Machtgier und habt ihr nicht gesehen. Das ist alles Schwachsinn, das brauchen wir nicht. So. Wir sind alles freie Menschen. Und im Moment, wie wir in diesem Land leben, sind wir ja nicht frei. So. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Freiheit. Ne? Denkst du, dass du frei bist? Nee. Du kannst zwar frei reisen, aber du kannst dann irgendwie frei wählen. Super. Es ist im Endeffekt immer der gleiche Rotz. Es wird dir trotzdem vorgeschrieben, was du machen musst und was du nicht machen musst und sowas. Das ist alles Murks. Ne? Das ist alles Schwachsinn. Lieber frei denken, frei handeln und unsere Kriminalitätsrate wird auch brachial nach unten gehen. Weil das wird es nachher alles, wird das im vernünftigen Stil, wird das dann sein. Also, weil jeder will doch seiner Gemeinde, da wo er selber drin lebt, nichts Böses oder nichts Schlimmes oder seinen Mitmenschen auch nichts Schlimmes. Ne? Also wenn ich so überlege, ne, man darf ja auch nicht, ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn jeder halt immer ein bisschen Geld hat und so wie ich wohne im relativ kleinen, so einen kleinen Stadtteil wohne ich drin, weil bald Kanzlerin in ihrem Leben. Nein, ich wohne in so einer kleinen, süßen Vordorf und das ist klein, gemütlich und das ist dann ja so vom Ding her, ich will das da ja schön haben. So, und wenn alle so denken, dann stellt einer mal ein Blumentöpfchen dahin oder er oder hält sich mit seinen Nachbarn. So, wie kann man das hier verschönern? Und dann gibt es da auch die eine oder andere Firma, die dann sagen, ja okay, wir investieren jetzt hier so ein bisschen in unsere kleine Gemeinde rein, dass wir das hier noch ein bisschen schöner haben. Wir hatten schon mal so eine Zeit. So. Und die war gar nicht schlecht. Weil woher kommen denn unsere ganzen Prachtbauten und sowas, die wir überall haben, diese alten verzierten Häuserchen und sowas. Die kommen ja nicht, weil da irgendeiner Langeweile hatte oder so und hat die da mal hingebaut. Nein, die wurden alle selber entwickelt, selber gebaut und sowas. So, diese alten Häuser sehen doch alle total geil aus. Das ist doch total super. Ja. Und nicht diese neumodischen
Glasklötze irgendwie, weiß ich nicht. Da finde ich so einen alten Stil mit Stuck und sowas doch 10-mal geiler. Also das sieht dann wesentlich cooler irgendwie aus. So, und von daher, in sowas in der Richtung. Und das war einfach so zu dieser Zeit, wo die Leute wirklich Geld hatten. So, es wird auch nicht mehr alles so versteuert, wie es heutzutage ist. Du bezahlst einmal Steuern, wenn du arbeiten gehst. Das liegt ungefähr um und bei 5%. Mehr nicht. Die ganzen Firmen, die würden so bis maximal 10% an Steuern bezahlen. Die würden Geld haben ohne Ende. Und dann wird alles irgendwann in so einem Überfluss da sein, dass man das halt gar nicht mehr mit Geld aufwiegen kann. Weil alle viel Geld da haben und es wird irgendwann komplett verschwinden. Es ist dann halt eher so von der, so, ich helfe dir oder du hast der Gemeinde geholfen, du kannst jetzt da was nehmen, hier was nehmen. So, es wird ein Geben und ein Nehmen sein. Sowas in der Richtung. Geld wird irgendwann, gut, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, so, weil ich bin jetzt auch schon 46, so, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber vielleicht nachher meine Kinder und sowas, oder Kindeskinder, so, wenn die Leute irgendwann mal drüber selber fallen, wie dämlich Geld überhaupt ist. So, braucht kein Mensch, ist aber da, so, weil es uns aufgezwungen worden ist. Und dementsprechend so, es werden nur noch geile Produkte irgendwie auf dem Markt sein, weil wenn du scheiß Produkte auf den Markt bringst, A, kriegst du keine Leute, die es zusammenbauen oder vertreiben, und B, es wird keiner kaufen. Scheiß Produkte verkaufen sich nicht. So, deswegen, alles was heutzutage subventioniert wird, so, sind scheiß Produkte. Es ist so. Weil gute Produkte verkaufen sich von allein. Die müssen nicht subventioniert werden. So. Das fängt bei E-Autos an, die subventioniert worden sind. Bricht total ein, der Markt kann man nicht gebrauchen. Ist der letzte Husten. So, irgendwelche Wärmepumpen. Ja, genau. So, wir bauen alles an Energieträgern ab und kaufen den teuren Strom von außerhalb ein. Und dann sollst du alles auf Elektro umbauen. Genau mein Humor. Also wirklich. Denk doch einfach mal einen Meter nach. Ne? Wie soll denn das funktionieren? Also von daher, nein. Ne? Also es ist wirklich, und man kann sich so viel, die Gedanken sind ja frei. Du kannst ja immer weiter denken, immer weiter. Es ist ja Wahnsinn. Von daher, macht euch da alle selber Gedanken rum und lebt nicht in der Angst. So, letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, da ging es darum, er ist eigentlich auch für die Freiheit und kämpfen und Freiheit erkämpfen, so, und viel auf Demos, hat viel organisiert selber und gemacht und getan, wirklich ein guter Mensch. So, und ich denke so, oder war auch auf den Bauern-Dingern, die Bauern, die Ampel muss weg und so weiter. Und er hat auch Telegram-Kanal und ich denke so, du freust dich gar nicht so euphorisch, dass irgendwie Trump jetzt gewonnen hat und die Ampel ist ja weg, das war ja an einem Tag, das war ja ein Traumtag. Besser ging es ja gar nicht mehr. Er sagt, nee, kann ich noch nicht und... Weil hier und da und ich sage, ist doch scheißegal. Ja, und im Nahen Osten da Gewalttaten. Ich sage, glaube ich nicht ein Wort. Glaube ich nicht, dass es so schlimm ist. Ja, aber das steht ja überall. Ich sage, ja, genau. Ich sage, ich vertraue genau den Medien, denen ich nie getraut habe. Und jetzt soll ich auf einmal einer Zeitung oder irgendwelchen Geheimdiensten vertrauen, dass die da was sagen. Ich sehe keine Bilder da. Ich bin selber nicht da. Und irgendwelche Medien erzählen irgendeinen Scheiß. So. Und das soll ich dann glauben? Nein. Über die Brücke gehe ich nicht. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Sage ich euch so, wie es ist. Ja? Also von daher. Es wird alles gut.
Davon gehe ich ganz, ganz fester aus. Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft. Die wird geil. Jetzt wird es nochmal ein bisschen laut, weil das ist wie mit Tieren so, wenn die sterben, dann werden sie halt alle nochmal laut und dann gehen sie nochmal richtig Ramazamba und habt ihr nicht gesehen. Da wird noch einiges passieren, aber sie kriegen die Mehrheit nicht zusammen. Das ist es halt. Und falls die anderen da jetzt nochmal irgendwie tatsächlich rankommen sollten, CDU, Alter, wer freiwillig die CDU wählt, der ist, nee, der ist genauso dämlich, ob er die Grünen wählt. Das ist genau dasselbe. Die einzige Partei, und wie ihr gerade mitgekriegt habt, bin ich kein Parteienfreund. Absolut gar nicht. Ja. Und die einzige Partei, die bis jetzt ihren Namen rein hat und keinen Scheiß irgendwie gebaut hat, aber auch einfach nur, weil sie noch nicht in der Regierungsposition war, ist die AfD. Ist die einzigste Partei. Alles andere absolut unwählbar. So, ich gehe nicht wählen, ich unterstütze dieses System nicht. Nur so mal, ne? Also da bin ich ganz, ganz weit von ab. Würde ich auch nie tun. Also jedenfalls nicht in diesem Parteiensystem. Von daher, ne? So. Und da müsst ihr mal klar drüber denken. So, weil Herr Merz will an euer Privatvermögen ran und dann will er den grünen Agenda-Scheiß weiterführen. Also es wird der gleiche Quatsch sein, wie das, was ihr jetzt habt. Außer die AfD, die sagt, sie wollen was anderes machen. Ich persönlich würde denen eine Chance geben. Ne? Nur stehe ich nicht auf das Parteiensystem. Von daher kriegen sie keine Stimme, ganz einfach. Ne? Das können alle machen, die wählen. Aber die müssen mal drüber nachdenken, was sie wählen. Und der ganze Corona-Scheiß ist auch noch nicht aufgearbeitet. Da wehrt sich die CDU auch vor. Also, weil sie genug Dreck am Stecken haben. Verräter, Landesverräter, alle. Und von daher, macht euch selber einen Kopf. So, jetzt habe ich mit 42 Minuten, glaube ich, auch genug gequatscht. Ich hoffe, für alle, die jetzt mal ein bisschen durchgehalten haben, ich konnte euch mal ein bisschen die Angst nehmen und mal ein bisschen zeigen, wie so eine Zukunft aussehen könnte. Ob es so kommt, keine Ahnung. Ich habe auch keine Glaskugel. Ich weiß es. Aber das ist für mich persönlich der einzige vernünftige Weg, um es schön in diesem Land zu haben. Ne? Und selbstverständlich, ne, ist jeder Mensch hier in diesem Land herzlich willkommen. Wenn er sagt, das ist ein geiles Land oder wir dürfen hier auch, dann hoffentlich in alle Länder hin, wo wir denn hinwollen und da dann was ist das denn für ein Schwachsinn hier schon wieder? Alter, ja, egal. Deutsche Verkehrsregeln. Ne? Das ist schon wieder der Hammer hier. Egal. Was wollte ich gerade sagen? Es ist jeder herzlich willkommen, ne? Baut keine Scheiße, ganz einfach, dürfen wir ja auch nicht. Und dann kannst du hier frei leben. Das Einzige, was du halt nicht kriegst, sobald du dein eigenes Land verlässt, ist das Grundeinkommen. Aber ist ja nicht schlimm, du kannst hier arbeiten. Und darfst dir den Job sogar aussuchen. Also von daher, alle herzlich willkommen, die sich hier benehmen. Ganz einfach. Total klasse. Ich persönlich würde es gut finden, ne? Und alle anderen kriegen kein Geld. So. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja. Nennt man souverän. Tja, kann doch jeder selber nachgucken, was das alles bedeutet. So, wie gesagt, jetzt ist genug, hier dreiviertel Stunde. Ich will auch noch ein bisschen entspannt hier Auto fahren, aber tue ich ja auch so. Ich bin ja nur am Quatsch. Also von daher, Love, Peace and Happiness. Habt euch alle wohl. Macht euch ein schönes Wochenende. Ne?
Aber wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Montag, mal gucken, vielleicht mit neuen Nachrichten, aber wohl. Es gibt ja nichts mehr Neues. Es geht nur noch bergab für die und mal schauen, wo es hingeht. Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, lächelt. Love, peace and happiness. Bis dann. Ciao, ciao. Also herrlich. Ach.